Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ihr schaut aktuell in die andere Richtung meiner Werkstatt, meiner Garage, und zwar in diese Problemecke. Ich habe hier nämlich meine alte Werkbank stehen, darunter habe ich die ganzen Euroboxen verstaut. Jedes Mal, wenn ich an diese Kisten dran muss, muss ich alle Kisten vorziehen und dann reinschauen, stapeln, wieder zurück. Das ist keine Lösung. Die Lösung ist, dass ich mir hier einen Schrank baue, 2 Meter breit, 2 Meter hoch, mit mehreren Fächern, wo ich die einzelnen Kisten reintun kann und somit dann eine bessere Übersicht habe. Das ist der Plan. Nur habe ich noch kein Material, also fahre ich jetzt zum Baumarkt. Sobald ich das Material da habe, sehen wir uns gleich wieder. So, Plattenmaterial haben wir auf jeden Fall genug. 10 Platten sollten reichen für das, was ich vorhabe. Zunächst werden wir die Nut und Feder an den Seiten abschneiden, absägen, dass wir da gerade Kanten haben, dass wir dann später problemlos alles miteinander verschrauben können. So, als nächstes kommt Nut und Feder an den kurzen Kanten ab. Das mache ich mit meiner Tauchsäge. So, 2 Platten. Ich muss noch 4 weitere zuschneiden. Wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe die Ecke jetzt freigeräumt, etwas sauber gemacht, so dass ich dann jetzt den Boden erstmal mit den Brettern verschraube. Legen sie auf den Boden. Jetzt war ich die Frage, ob ich nicht unten so Leisten, so quasi so einen Rahmen drunter bauen soll. Oder ob ich das einfach so flach auf den Boden lege. Gute Frage. Die Leisten, die ich da habe, die könnte ich dafür verwenden. Diese Abschnitte könnte ich eigentlich dafür nehmen. Gut, dann packen wir das hier erstmal beiseite. So, in die Mitte habe ich auch noch so einen Streifen reingemacht, damit das Ganze sich in der Mitte nicht durchbiegt, wenn da Gewicht drauf kommt, dass die Platte abgestützt ist. Das ist ein bisschen nervig jetzt, weil das hier zu eng ist. Kann ich nicht gerade bohren. Jetzt kommen die mittleren Wände. Die sollten jetzt auch problemlos reinpassen. Hier möchte ich jetzt die mittleren Trennwände in einem bestimmten Abstand
verschrauben, überall auszumessen, vorbohren, markieren, vorbohren und dann auch wirklich perfekt dran zu montieren, wird natürlich etwas mühsam. Stattdessen habe ich mir hier einfach in 405 mm Breite solche Abschnitte genommen, diese dann zugeschnitten, habe mir dann auch markiert, wo diese 405 mm sind. Einfach hier so ein Klebestreifen, weil so habe ich 400 und hier habe ich dann 405, dass ich das nicht verwechsle. Und dann kommt das Ganze einfach hier zwischen, so, kann dann meine mittlere Wand, diese Trennwand, einfach dran halten, zusammendrücken, verschrauben, dann weiß ich ganz genau, dass ich da meine 405 habe und nicht 400 oder 410. Nimm mir eine passende Zwinge, setz mir die hier schon mal an, das Brett am besten ein bisschen nach oben, dass ich da genau gegendrücken kann. Ich werde jetzt mal kurz den Korpus anheben, hoffentlich ohne es kaputt zu machen. Schön. Das mit den Regalböden, das mache ich nachher. Sekunde, ich muss mal gerade gucken, welche Seite ich als Vorderseite nehme. Ist eigentlich egal. Das sollte eigentlich egal sein. Ist ja alles gleich. Genauso wie vorhin nehme ich mir jetzt hier diese Abstandhalter. Die sind auf 330 mm Höhe zugesägt. Das sind auch die von vorhin. Werden jetzt hier so an die Seitenwände angelehnt. Und hier kommen dann die Platten drauf. Und hier bin ich dann, weiß ich dann immer, dass ich hier die 330 mm Höhe habe. Nehmen unsere Zwinge, klemmen das fest. Auch hier würde ich raten, die Platten nach vorne zu ziehen. Hier auflegen. Regalboden Nummer 1 ist schon mal drin. 14 Stück fehlen mir noch. Die werde ich jetzt auch noch schnell befestigen, ohne Kamera. Und dann sehen wir uns, sobald ich damit fertig bin. Jetzt kommen wir zu dem einen Problem, wofür ich auch schon eine Lösung habe. Aber falls ihr euch fragt, hä, wie willst du das in der Mitte machen? Wenn ich jetzt hier in die Mitte eine Platte befestigen will oder ja, verschrauben will, dann habe ich nicht mehr die Chance, von hier reinzuschrauben oder auch von hier. Man geht hin, verwendet Pocket Holes. Das heißt, wir bohren, machen hier schräge Bohrungen in das Brett rein und verschrauben das von unten in die Seitenwand. Mein Bit, der Bohrer. Einspannen. Hier haben wir unsere Linie, hier sind die Markierungen der jeweiligen Löcher.
So, dann nehmen wir uns Brett Nummer 1. Auch hier kommen die Abstandhalter in Einsatz. Legen jetzt unsere Platten wieder hier drauf. Schön bündig. Diese Tellerkopfschrauben, mit denen gehen wir jetzt in diese schräg reingebohrten Löcher. Hey, was ist mit dir los? Unten am Boden habe ich Sockelleisten, die schauen so circa 10-12 mm von der Wand raus. Damit ich oben denselben Abstand habe, habe ich mir hier diese Sperrholzstücke genommen. Die werde ich jetzt hier befestigen, später den Schrank an die Wand anlehnen und dann mit den Stahlwinkeln das Ganze befestigen, montieren, damit das auch nicht mehr hin und her wackelt. Sonst wird der Schrank nämlich übertrieben so stehen. Das wollen wir ja nicht. Den Schrank habe ich jetzt so nah wie möglich Richtung Tor bewegt, dass ich hier wirklich jeden Zentimeter nutzen kann. Ich muss hier nämlich nur an den Lichtschalter dran. Da könnte ich sogar noch ein Stückchen weiter. Da komme ich problemlos dran. Perfekt. Jeder Zentimeter zählt. Ja, da müssen wir so ein bisschen, müssen wir das Ganze etwas bewegen. Die Stahlwinkel, davon habe ich mir 4 Stück gekauft. Es könnte sogar sein, dass nur 2 reichen. Es geht ja darum, dass der Schrank sich nicht mehr bewegt, beziehungsweise auch nach vorne kippt. Weiß nicht, ob es jetzt nötig ist, alle 4 zu montieren. Komme ich da irgendwie dran? Nein. Oh, ich muss jetzt hier festhalten und das Ganze verschrauben. So, ich guck mal gerade mit der Wasserwaage, ob das alles passt. Es ist auf jeden Fall sehr stabil. Es kippt nicht, es bewegt sich auch nicht nach rechts oder nach links. Waage. Ja, super. So, die Kisten sind eingeräumt. Ich habe sogar noch 4 Fächer frei. Dafür werde ich mir auch noch 4 weitere Kisten kaufen. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wo ihr diese Kisten bekommt. Ich glaube, die kriegt ihr in jedem Baumarkt, aber ich habe mir die im Bauhaus geholt. Die Regalböden sind knapp über den Kisten. Ja, hier ist die Kiste schief und nicht der Boden, weil die sich verformt hat. Aber auch hier ganz knapp über der Kiste, dass da auch kein Staub reinkommt. Und somit habt ihr eben auch den Deckel gespart.
So mag ich das, so liebe ich das, wenn hier wirklich peu à peu, langsam aber sicher, Ordnung in die Werkstatt kommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Ali. Ciao.